So, hallo und willkommen zurück bei Lego City Undercover auf der Nintendo Switch. Wir hatten ja schon wieder eine neue Aufgabe bekommen, nämlich uns zur Straßensperre zu begeben, wo irgendwas schiefgegangen ist. Und wie immer kann man aber natürlich auch ein bisschen schön Zeit damit verbringen, einfach Dinge zu zerstören und dann entsprechend hier Dinge einzusammeln. Nebenaktivitäten gibt es ja auch genug, haben wir ja schon festgestellt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was es hier gibt. Hier irgendwo ist was. Aber das sieht nicht so aus, als ob ich das aktuell schon machen kann. Aber wir schauen mal. Weil ein Problem ist ja auch immer, dass man in den Lego-Videospielen ja auch erstmal überall hinkommen muss. Weil es ja unter Umständen einfach so ist, dass man das noch nicht kann. Und so sieht das hier jetzt auch aus. Und jetzt bin ich eh runtergefallen. Ah, das scheint hier noch alles blockiert zu sein. Bisschen doof. Ist dann wohl so. Ja, hier ist es auch noch so. Okay. Hier kann ich also noch nichts machen. Hallo! Ich benötige leider Ihren Wagen. Ja, der andere Polizist versteht das. Hast du die Straßensperre für den Chief schon aus dem Weg geräumt? Aha, das war nur hier Ellie, um uns mal zu sagen, dass wir ja nicht schön brav unseren Aufgaben nachkommen. Aber wir sind ja schon auf dem Weg dahin. So, hier sind wir. Da war jetzt überhaupt gar keine Straßensperre. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du okay. Weiter wie gehabt. Ich liebe es. Was ist das? Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Die hatte keine Lust, uns ihr Auto zu geben. Jetzt hängt die Kugel. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich Chase, wieder? Das hat aber nicht so gut geklappt. Nein! Ach, was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind's im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Tja, da müssen wir die wohl mal reparieren. Ich wette auch, dass hier jetzt so lange kein Auto vorbeikommt, bis wir das gemacht haben. Coole Atmosphäre hier auf jeden Fall. Schönes Vogelgezwitschere in der Lego-Welt. Hier ist natürlich schon dieser Imbiss.
Ein Steinchen haben wir da gefunden. Noch mehr, okay. So, dann fangen wir doch mal an. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Na gut. Ist doch ganz einfach, dem hat bestimmt nur die Bauanleitung gefehlt, denke ich mal. Würde die mal digital im Internet zur Verfügung stehen, hätte er schon ganz lange wieder Kundschaft gehabt. Großartig! Der Imbiss ist gerettet! Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Aha, Superbauziel erreicht. Okay. Achso, die Zapfsäulen kann ich nicht zerstören wieder. Die sollte ich natürlich auch nicht zerstören. Gar keine Frage, die haben wir ja gerade erst repariert. Wäre natürlich irgendwo ein bisschen suboptimal, wenn ich die jetzt schon wieder kaputt machen würde. Autos kommen jetzt gerade immer noch nicht. Gehen wir das hier mal suchen. Hier nicht, hier geht's weiter. Da drin natürlich, ne? Na klar. Aha, die Rufsäule, die kostet jetzt 8000. Einmal eins Plates. Cool. Das ist echt cool. Das ist cool. Freigeschaltet, Superbau. Coole Sache. Ach, das war jetzt auch. N65. Der zweite von 450 goldenen Steinen. Oh je. Du kannst von hier aus die Fahrzeuge anfordern. Cool, verschiedenen Farben. Wir nehmen dunkelblau, auch wenn es total langweilig aussieht, aber trotzdem cool. So. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff von Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Aha, das ging jetzt hier mit dem Bauern. Team bearbeiten.
Okay, was ist das hier? Oh, einfach nur ein Geldautomat. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was ich hier mache. Jason Kane. Ich hatte doch aber gerade auch den Tankstellenbesitzer freigeschaltet, oder? Oder kann ich hier irgendwie... Ah. Zivilist. Ah, Dienstleister, Tankstellenbesitzer. Kann ich hier hinzufügen? Und Polizei. Aha, hier kann ich jetzt quasi eine Figur wählen. So. Cool. Und dann kann ich hier jetzt auch zu ihm wechseln. Aha, das ist also hier der Sinn dahinter. Und die haben dann alle unterschiedliche Fertigkeiten auch. Okay. Jetzt habe ich das verstanden, wie das funktioniert. Ich finde das cool, dass man hier so eine ganze Welt erkunden kann. Mal gucken, was hier oben ist. Hier ist was drin, aber da komme ich natürlich nicht dran. Fertigkeit ist auch gesperrt. Superbauer. Oh, Holzfällerblock raus. Habe ich nicht genug Geld dafür. Blöd. Auch alles noch gesperrt hier oben. Schade. Nützt mir hier alles nicht so viel. Sie hätte ich gerne gebaut, aber kann ich nicht. Gefällt mir aber echt gut hier. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es natürlich technisch nicht mehr wirklich frisch ist, das Spiel. Aber so von der Atmosphäre her ist die Spielwelt echt schön. Und wir spielen ja auch auf der Nintendo Switch, wo es wahrscheinlich technisch ein bisschen schlechter ist als beispielsweise auf der PS4 oder der Xbox One. So, mein Polizeiauto noch da steht. Oder bin ich damit schon gefahren? Ich weiß es gar nicht. Ich rufe einfach nochmal ein Auto. So. Kann ich auch eine spannendere Farbe nehmen? Oh ja, grün. So. Das behalte ich jetzt hoffentlich auch ein bisschen. Ach, hier die Stats, die spawnen natürlich auch alle wieder. Gut zu wissen. Ach, Mist. Hase ist doch nur ein bisschen kaputt gegangen, macht ja mal nicht ins Hemd Chase. Wow. Steuerung ist ein bisschen rutschig. Kühe. Ah, falsche Taste. Kühe. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes cool.
Ah. Hier kann man sehen, was man noch nicht gemacht hat. In dem Gebiet. Nicht schlecht. Eigentlich wollte ich hier auf meine Screenshot-Taste drücken. So. Sammeln nebenbei natürlich auch Screenshots für unsere Review, deswegen muss ich da manchmal ein bisschen drauf drücken. Du hast einen Superbau entdeckt. Mal gucken, ob ich den auch bauen kann. Ja! Und ein neues Auto dafür bekommen. Aha, und hier vergisst es dann, welches Fahrzeug ich hatte. Das ist ja jetzt nicht so ein großes Problem, weil wir können ja hier auch einfach eins rufen. Wuchtig. Ah, das habe ich jetzt bekommen. Jetzt will ich bitte auch in dem Grün, was ich gerade hatte. Danke. Probieren wir doch mal, was das für ein Auto ist. So, mal hier ein bisschen Sachen zerstören und hier kann man ja auch was scannen. Genau, hier vorne war das. Machen wir das doch einfach mal. Ah, hier muss man jetzt Polizist dafür sein. Irgendwie logisch. Was ist das? Zum Graben. Oh, schön. Jetzt habe ich nur... Jetzt habe ich nur was freigeschaltet. Und, also was gefunden, was ich nicht machen kann. Das liebe ich wirklich an den Lego-Spielen. Wobei, das ist eigentlich auch immer ganz spannend. Man weiß es ja, oder... kennt es ja aus den anderen Spielen, dass man dann öfter die Figur wechseln muss. Um endlich an eine Sache zu kommen. Cool ist natürlich auch, wenn man einfach einen Koop-Partner hat, den man zusammenspielen kann. Wird jetzt vermutlich bei dem Let's Play nicht klappen, aber mal gucken. Vielleicht kriege ich auch für ein oder zwei Videos die Makota hier dann mit dran. Mal gucken. Gerade mein Auto zerstört. So. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir hier tun sollen. Angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Hugh Cuckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Ich aber das arme Eichhörnchen. Oh Mann. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die.
Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau, ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Mhm. Ah ja, stimmt. Das hatte er uns ja. Das hatte er uns ja vorhin angekündigt, die Ellie, dass wir das holen sollen. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt! Viel Glück, Chase! Ich dachte, ich kann jetzt hier vielleicht hochkommen damit, aber geht irgendwie gar nicht, oder? Spätestens da wird das Spiel das einem schon erklären, wenn man da unten bei der Quest angekommen ist, wie das funktioniert. Hier gibt es auch viele coole Tiere. Hier kommt man auf jeden Fall so hoch. Ah, hier. So kommt man da hoch. Okay. Frage beantwortet. Nicht schlecht. Ein bisschen fies gemacht, weil ich jetzt echt dachte, man kann das hier benutzen, aber kann man gar nicht. Na gut. Der Burgerladen ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Fangen wir doch einfach mal an, dorthin zu fahren. Rasen wir hier mal durch die Gegend mit unserem coolen Polizeiauto. Oh, ob es da vorne ein Rennen gibt? Sieht ganz verdächtig nach einem Rennen aus. Ach nee, das ist die Rufstation. Auch gut.
Harry zählt auf mich. Ich muss schleunigst nach Cherry Tree Hills. Ja, ich mach das doch gerade. Ich bin doch gerade unterwegs, mein lieber Chase. Fahren wir hier mal über die Brücke, die so gar nicht an irgendwas inspiriert ist. Oh. Hätte sich jetzt ein Turbo gewohnt. Dann gehen wir hier ein. Yay. Coole Sache. Hier war vielleicht von ihm. Diese Straßenbahn hat gerade einen Unfall gebaut. Das hier war doch vorhin diese allererste Kiste. Steige ich hier direkt mal aus. Ah, jetzt funktioniert das auch mit dem Bauen. Wen kriegen wir hier? Automechaniker. Okay. Eine Stunt-Rampe. Kann ich mir aber nicht leisten. Bisschen komisch, aber immerhin hat es an das Wasser gedacht. Tanzen wir hier mal eine Runde. Das wollte ich gar nicht. Den Screenshot wollte ich machen. Oh. Habe ich das Spiel wieder zum Ruckeln gebracht. Wo ist mein Auto? Ja. Einsteigen, mein lieber Chase. Wir fahren weiter. Wir haben eine mich wichtige Mission. Ellie erwartet uns nämlich schon. So. Hier abbiegen. So. Gib dich auf das Dach des Burgerladens. Jenny's Diner ist das hier. Und bevor wir hier reingehen und dann erstmal einen schönen Lego-Burger essen, wobei Lego-Steine und Lebensmittel natürlich was ganz Gefährliches sind. Ne? Kann man verschlucken und so. Ist keine schöne Sache. Beende ich erstmal dieses Video. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Was war denn das gerade? Ah! Ich kann ja mein Auto hüpfen lassen. Ich bin gerade aus Versehen auf den Hüpfen-Button gekommen. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns dann bald wieder mit einem neuen Video von LEGO City Undercover auf der Nintendo Switch. Ciao!